Und mir war das peinlich, aber ich nach der Pause, diesen Fehler darfst du nicht mehr machen, das ist unprofessionell, trinkst nach der Pause einen Orangensaft. Jetzt habe ich einen Orangensaft getrunken und da war so Fruchtfleisch drin. Kennt ihr das? Da graust es mir. Diese ganz kleine, feine Breckerl, da graust es mir. Das hat sich ja flüssig durchgerissen, dann bis zur vierten, fünften Reihe hindrin. Ja. Diese kleine Breckerl da und dann haben die Leute gemeint, jetzt eitert das auch noch. Also Breckerl, muss wirklich kreislich gewesen sein. Ja. War nicht schön. War nicht schön. Viel Teufel. Dabei sage ich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber die Gefahr, in der ich mich als Mundharmonika-Spieler befinde, ja, das ist ja kein Gaudi, weil das ist ja eine Mundharmonika, ist diatonisch, meine Damen, also Zweitonprinzip. Das heißt, der eine Ton kommt, wenn du einbläst, und der nächste Ton kommt, wenn du aussaugst. Ich kann ja für ein Glück sagen, wenn du das Breckerl durchreißt, wenn ich einbläst. Stell dir vor, das Breckerl reißt durch, wenn ich aussaug, weißt du? Dann spüre ich da so und mach so. Und dann steckt es da hinten, ja? Ich der Stick live auf der Bühne, ja? Mich haut's um, ich verreck da hervorn vor alle Leute. Und was da dann das Publikum da sagen, also für 17 Euro Eintritt hätte er schon nur eine Nummer spielen können, der Pauli Unter. Ja? So sind die Menschen. Und das sind die Gefahren des Mundharmonika. Da sage ich immer, es gibt Menschen, die sagen, Mensch, Weiher, wir haben so Angst vor dem Terrorismus oder vor den Flüchtlingen. Da sage ich immer, so, mein Mundharmonika ist tausendmal gefährlicher. Ne? Da habe ich Angst davor. Das grasst mir gleich selber ein bisschen. Aber die ist neu, bei der anderen meine steckt noch was drin. Also wenn da was drin steckt, die habe ich erst gekauft, also dann muss es zurückgeschickt worden sein. So, jetzt sind wir vom Niveau her da, wo ich hin wollte. Fürs nächste Lied, das ist nämlich mehr so ein Schlager. Also das ist das zweitpositivste Lied, das ich jemals geschrieben habe. Also ich habe nur ein positiveres Spiel dann am Schluss noch, aber meine Lieder sind ja alle so ein bisschen so, ja, mit dem Fährmann, mit dem Tod und so weiter und Scheiße schreiben und so. Dann sagen die Leute, Mensch, Weiher, kannst du mal was positiv schreiben? Jetzt habe ich es halt probiert. Es hat nicht gescheit hingehauen, muss ich gleich dazu sagen. Weil es ist das Zweitpositivste, aber bei mir gibt es nicht so, pauschal positiv gibt es nicht bei mir. Ich sehe immer auch nur die zweite Seite. Ich sage immer, das kann nicht alles gut sein. Da muss noch irgendwas dahinter sein. Ja? Ist auch immer was dahinter eigentlich. Ja? Und deswegen ist das Lied auch bloß so ansatzweise positiv. Aber das Zweitpositivste, das ich habe. Das Lied heißt So lang und ist vom neuen Album und geht so. Nach Geldanlagen suchst und Fliegerbomben findest und bloß einen Nasenrahmen mit deinem 40-Stunden-Job verdienst. Wenn's dir Außenstaub machst, da keiner rennt da hinterher. Daheim wie auf der Autobahn nur stockender Verkehr. Wenn die Meisterschaft da hieß, weil der Dielmo nix mehr hält und deswegen drin den China gleich der Aktienkurs fällt. Es gibt einfach so Tag, da fragst dich nachher schon, wo man da zum Wegschmeißen einen Griff geschmeißen kann. Solange die Freunde rufen und ich hab Zeit, weiß ich, dass noch nicht so weit feit. Solange ich heimkomm und sich wer auf mich freut, weiß ich, dass noch nicht so weit feit. Solange die Lieder jemand gefallen, die ich schreib, weiß ich, dass noch nicht so weit feit. Solange mein Madel freiwillig bei mir bleibt, weiß ich, dass noch nicht so weit feit. Deine Zahlen sind nicht immer, dafür kommt dein Schwiegermann. Und der Blutdruck steigt und der Bierschaum fällt zusammen. Und du suchst den Sinn des Lebens, weil's den Tiefgang vermisst. So wie einer, der ins nicht schlimmer Becken pisst. Und der Haussegen hängt schief, naja, es kann schon mal passieren. Im Eifer des Gefechts, wenn's ganz woanders ist, dein Hirn, dass mit den Namen durcheinander kommst. Und freilich, ja, du weißt, dass sie eigentlich nicht Alexa heißt.
Solange die Freunde rufen und ich hab Zeit, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit. Solange ich heimkomm und sich wie auf mich freit, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit. Solange die Lieder jemand gefallen, die ich schreib, weiß ich genau, dass es noch nicht gar so weit feit. Solange mein Madel freiwillig bei mir bleibt, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit. Der Tacho war auf 100 und die Ampi war auf Rot. Und das Auto war ein nagelneues Leasingangebot. Ich mein, das ist doch hochgefährlich. Und sie fragten beim Verhör, was macht der Rechtspopulist im Linksverkehr? Wenn Politiker fürs Klima zum Klimagipfel fliegen und woanders deren so ein praktische Beton fürs Betonieren, da bin ich über unsere Probleme ja schon froh. Das bisschen Parkplatz suchen oder Singles mit Niveau. Solange die Freunde rufen und ich hab Zeit, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit. Solange ich heimkomm und sich wer auf mich freit, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit. Solange die Lieder jemand gefallen, die ich schreib, weiß ich genau, dass es nicht gar so weit feit. Solange mein Madel freiwillig bei mir bleibt, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit. Der Wicker morgen vor 11 nicht leid, weiß ich, dass es noch nicht so weit feit.